Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video mit meiner neuen Kamera. Ja, das hat lange gedauert. Ich habe sonst nur Instagram gemacht, Fotos und so weiter mit meiner alten Kamera. Aber jetzt habe ich mir jetzt so unter Tagen die neue Kamera geholt und ich wollte die Kamera mal austesten. Auf jeden Fall, ja, wollte ich heute in diesem Video mal ein paar Windparks zeigen. Nur ich habe gesehen, dass die Sicht heute echt nicht so brillant ist. Naja, auf jeden Fall diesen Spot, da wo ich gerade bin, sieht man leider auch nicht so viel. Also auf jeden Fall sieht man hinten, wenn man das richtig auszoomt, ja, den Windpark Biesberg. Der Windpark Biesberg ist einer der markantesten Windparks auch in Osnabrück und auch markantesten Punkte dieser Stadt. Mit 3 Enercon E82 von 2010. Dann außerdem, ja, kann man nur jetzt relativ grob auch tatsächlich in diese Richtung noch, ja, die Flügel sehen, kann man das ein bisschen besser zeigen. Ja, von dem Windpark Epemalgarten, das ist Windpark Wittefeld, aber ich weiß nicht, wie der Windpark explizit heißt. Aber es sind auf jeden Fall die Flügel von Senvion 3.4M122 und dann auch noch interessant ist, ja, man kann hinten wirklich weit gucken. Heute ist leider die Sicht ziemlich mau, aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man auf jeden Fall den Windpark, der ein bisschen auch bislang, ja, meine Region tatsächlich auch vom optischen ausmacht, nämlich ein Gittermast-Windpark mit Nordex N90. Ja, 2,3 Megawatt auf 105 Meter Lattice. Und dann auch noch ein sehr schöner Spot, den sieht man jetzt an dieser Stelle tatsächlich. Das ist der Windpark Halner Esch mit einer N43 und einer E48. Das Coole halt auch, die N43 hat ja auch Nachtbefeuerung und auch rote Spitzen. Das kann man jetzt nicht so gut gucken, aber ansonsten halt auch hinten die wunderschöne E48, die übrigens niedriger aussieht als sie ist, hat dann 76 Meter Nabenhöhe, sieht aber aufgrund der Lage auf dem Weg deutlich kleiner aus als die N43, fast so als ob die auf kleinere Touren gebaut werden würde. Naja, auf jeden Fall kann man von diesem Spot aus nicht alles sehen, deswegen würde ich sagen, ziehe ich jetzt auf jeden Fall mal weiter. So, hier nochmal ein kurzer, ja, Blick noch von einem anderen Spot. Der Spot ist aber jetzt nicht so optimal geil. Hier sieht man auf jeden Fall nochmal gut die Senvion. Man kann auch halt theoretisch den Nachbarwindpark auch gucken. Ah, sieht man sogar eine Einzelanlage von Windpark Lappenstuhl. Genau, da heißt halt so, bei Bramsche gelegen. Ja, aber ich werde auf jeden Fall weiterziehen zu einem deutlich, ja, schöneren Spot, den man auf jeden Fall auch aufsuchen sollte. Ist leider ein bisschen zugewachsen, aber man kann ihn auf jeden Fall besuchen. Naja, sehen wir uns da noch gleich. So, angekommen an die dritte Stelle. Leider ist hier ein bisschen, ja, Bewuchs, aber wenn ich tatsächlich mal picknicken würde, dann würde ich an dieser Stelle tatsächlich sein, weil man hier auch unglaublich geil weit in die Landschaft gucken kann. Leider, ja, sieht man explizit auch an diesem Blick, ist natürlich heute schon ein gewisser Dunst am Horizonte. Aber ja, auf jeden Fall kann man als erstes in diese Richtung auf jeden Fall gucken. Man sieht, wenn man tatsächlich das gut auch austariert, ja, den Windpark in Metting, ja, der Windpark Mettingen besteht aus, ja, 3 Senvion MM100. Dahinter, das ist auch ein bisschen irritierend, aber das sieht aus wie ein Windpark, ist Windpark Recke mit 2 3.0 M122. Was man leider gar nicht sieht, wenn man eine gute Sicht hätte, würde man das sehen, ist, dass, ja, alle Windräder Tagesverfügung haben, die Senvion 122 auch mit roten Spitzen. Dann einmal auf jeden Fall in die linke Richtung zoomt, kann man auf jeden Fall relativ schwierig
unterscheiden tatsächlich von anderen Sichtpunkten die Anlage in Metting oder Metten. Das Windrad steht genau ungünstig, genau direkt neben dem Strommast. Deswegen kann man da leider gar nicht gut gucken. Aber man sieht, die steht. Ist eine Energy Mikon NM82, die auch noch eine Aktivstall Blattverstellung hat. Bedeutet, sie hat die Windflügel genau in eine andere Richtung tatsächlich gepitcht, um auch zu schalten. Was man ansonsten noch gut sehen könnte, dafür müsste ich jetzt einmal kurz auch den Spot wechseln, sind dann halt die zwei Windräder in Velpe-Brockbachtal, zwei Energy Mikon NM60 auf 80 Meter Armhöhe und dann auch noch die Krönung, das habe ich auch nur durch Zufall gesehen, stets auch noch einen Blick auf den Windpark Lagerfeld, ja, durch eine Lücke des Teutoburger Waldes, aber ich denke, man kann die heute leider nicht sehen. So, jetzt bin ich auf jeden Fall angekommen an der schönsten Fotostelle tatsächlich auch auf diesem Spaziergang. Nur das Problem ist, dass momentan leider diese Pflanzen unglaublich nerven. Genau, man könnte nämlich genau in die linke Richtung explizit mal gucken. Die sind aber tatsächlich auch allesamt im Weg. Ja, ich habe gerade vergessen, ja, erstmal tatsächlich auch anzukündigen, dass ich weiterziehe. Aber gut, jetzt bin ich halt jetzt an der neuen Stelle. Und man kann auf jeden Fall explizit auch gucken nach hinten in die Ferne. Hier sieht man auf jeden Fall, das ist auch extrem geil, den Windpark Bitterfeld-Ebemalgarten inklusive dem Nachbarwindpark, dem Windpark Lappenstuhl. Und was man auch noch richtig geil sehen kann, ich muss die Schärfe kurz austarieren, ist halt ganz weit hinten dann noch der Windpark Rieste mit 4 Vestas V126 auf 137 Metern. Die haben auch noch Fundamenterhöhung. Daher natürlich dann halt auch etwas höher die Teile. Dann, was man auch noch gut gucken kann, das ist in der Strüpp auch ein bisschen schwierig gerade, das ist Windpark Kalkriese. Genau, da wollte ich nämlich auch den nächsten Mal hin mit der Kamera, weil es da auch einen sehr guten Aussichtspunkt gibt. Genau, aber aufgrund der Umstände hier, dass man nicht da gucken kann, würde ich sagen, verschiebe ich jetzt meinen Aufnahmepunkt etwas weiter in die rechte Richtung, um anschließend dann nochmal alles nochmal besser zeigen zu können. So, da wären wir tatsächlich an meiner Lieblingsfotostelle in Osnabrück. Grund dafür ist tatsächlich, dass man unglaublich gut tatsächlich halt auf die Stadt gucken kann und man kann auch explizit gut den Piesbech sehen. Genau, hier auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen Stadtkunde für euch, die ich ausbekomme. Ja, links Katharinenkirche, dann tatsächlich anschließend hinten die Marienkirche, rechts daneben. Dann auch sehr markant ist das Iduna-Hochhaus und das Style ist halt, bei dem Blick, man sieht schon direkt, den Piesbech hinten im Norden der Stadt Osnabrück. Auf jeden Fall 3E82. Das Besondere an diesem Windpark ist auch übrigens, dass der Windpark auf einer Felsrippe steht. Bedeutet tatsächlich, der Windpark hat keinen Berg an sich mehr. Das war früher mal ein Berg, aber es wird ja noch alles tatsächlich erklärt. Ja, bei einem Video, das in Zukunft kommen wird, über den Windpark Biesberg. Genau. Wenn man genau hinschaut, ist dann auch noch die Aussichtsplattform, die tatsächlich auch noch ein Besuch wert ist in Osnabrück auf dem Biesberg. Was auch noch mal gut sehen kann, ist auf der rechten Seite dann der Windpark Hollage Schwarzer See.
ja, Hintergrund ist, das ist halt dort Weidenhorst. Hier stehen drei V90 von Vestas. Und genau, ja, eine V90 ist halt von 2007, 2008. Die anderen V90 sind dann halt in der Gritsthema-Variante. Das kann man wahrscheinlich nicht sehen, aber ja, die sind auf 125 Metern Rammhöhe. Was man auch noch gut gucken kann, das versuche ich gerade mal zu sehen, ob man das auch sehen kann. Das ist ein bisschen weit weg, sind zwei Windräder von Windpark Balkumtine, nördlich von Bramsche, sind VN90 auf 105 nochmal. Ja, 12 Stück, leider verdeckt die Bieswächte, sonst würde man tatsächlich von diesem Aussichtspunkt wirklich richtig viele Gittermastanlagen sehen. Ich verschiebe nochmal kurz die Kamera und dann geht es noch einmal schön, ja, in die nordwestliche Richtung mit dem Blick. Definitiv ist dies aber mein absoluter Lieblingsort und ich habe endlich eine gute Kamera, um auch einige Windräder aus dieser Entfernung filmen zu können. Genau, dann geht's weiter. So, dann wären wir tatsächlich auch an den Punkt angekommen, wo man tatsächlich auch ganz viele Windräder sehen kann. Aufgrund des Dunstes tatsächlich sind einige Windräder momentan ja nicht gut sichtbar, aber wir schauen mal. Auf jeden Fall ja, exponiert auch tatsächlich in dieser Ferne tatsächlich ist der Windpark. Ja, Achmerfinte, den habe ich vorhin schon mal gezeigt. Hier kann man den tatsächlich nochmal deutlich besser sehen. Ja, die N90 auf 105 Metern. Ich glaube, diese Anlagen sind wirklich auch das, was meinen Landkreis und meine Region tatsächlich auch ausmachen. Dann auf der rechten Seite, den kann man nicht sehen, den Windpark, aber ja, gut, ich kann es mal versuchen. sieht man noch halt den Windpark in Merzen. Das sind GE-Windräder. Oh, die werde ich jetzt weiter nicht zeigen, kann man halt nicht wirklich gut gucken. Auf der linken Seite tatsächlich dann ja, sieht man den Windpark Voltlage Höcke. Das sind Nordex S77. Die sind auf Gittermast. Interessant auch noch, dass eine Anlage niedriger steht. Kann man aber auch nicht wirklich so gut gucken. Ja gut, ist doch vielleicht mal, kann man auch nicht unbedingt am besten noch Außenlicht für. Das bitte ich auch zu entschuldigen. Und daneben auch noch dahinter weiter nach Fürstenau. Ja, das ist ein richtiges EB4-Paradies. Da würde ich auch mal die nächste Zahl mal wieder hin, weil da stehen wirklich 13 EB4 verteilt. Ja, in drei Windparks, dann auch noch ja, weiter hinten tatsächlich ein Fechtel. Das ist schon Bippen, stehen dann auch noch mittlerweile E126 EB3. Und dann daneben, direkt daneben Handorf E141. Oh, ich werde sowas von ja, versuchen, mal dorthin zu kommen wieder. Weil dann kann man wunderbar EP4 und EP3 vergleichen. Ich glaube, das kann man in Deutschland derzeit noch nicht so viel. Ich glaube, nur in Kirchenmosu könnte man das machen. Aber ja gut, ist jetzt tatsächlich jetzt nicht Thema tatsächlich des Videos, aber auf jeden Fall, ja, mit dem Fernglas könnte ich auch weit gucken, aber so weit aufgrund des Dunstes halt auch nicht. Naja, dann hätte ich auf jeden Fall gleich nochmal einen Bonus, den ich euch unbedingt noch zeigen möchte und dann tatsächlich halt würde ich sagen, ist das Video erstmal vorbei. Dann tatsächlich halt habt ihr erstmal einen schönen Blick über meine Heimatstadt erstmal bekommen. So, da wären wir auf jeden Fall schon ja, beim Ende des Videos angekommen. Ich habe auf jeden Fall noch ein Windrad, was ich unbedingt zeigen wollte. Ja, und das Windrad liegt auf jeden Fall sehr, sehr schön gelegen, tatsächlich auf dem Berg. Es ist tatsächlich halt ja, eine Anlage, die ich jetzt leider tatsächlich erst einmal ausherren muss, genau.
Und zwar eine N-Rand 40, das ist die Anlage in Lechtenbrink, in Osnabrück, darum. Und die steht auf jeden Fall auch sehr schön auf Gittermast, und produziert schon seit langer Zeit Strom für Osnabrück. Gut, auf jeden Fall ansonsten soll zukünftig womöglich noch eine Anlage in Belm stehen. Ich bin mal gespannt, wo die dann tatsächlich dann stehen wird bei diesem Fotospot. Naja, dann wären wir tatsächlich auf zur Bahn Industries angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und ich hoffe von euch zu hören, aber bestimmt hofft ihr mehr, dass ihr von mir mehr hört. Naja, dann auf Wiedersehen. Ciao.